Servus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, ich möchte heute mit euch über sehr, sehr viele Dinge reden, was in letzter Zeit passiert ist, warum ich mir diesen Arm hier gebrochen habe, warum das Ganze operiert werden muss, warum so lange keine Videos kamen und sehr, sehr viele von euch haben bemerkt, dass alle Videos mit meiner Freundin plötzlich gelöscht sind, dass kein einziges Video mehr davon existiert und ich wollte mal mit euch darüber reden, Freunde. Ich habe Schluss gemacht gehabt mit meiner Freundin, deswegen habe ich auch alle Videos gelöscht gehabt und deswegen ist auch das hier passiert. Ich erzähle euch mal die Kurzversion, weil ich nicht über alles reden möchte und ins jede Detail gehen will ich auch nicht, deswegen erzähle ich euch erstmal die Kurzversion davon. Ich lag zu Hause im Bett, Freunde, war an meinem Handy und dann habe ich plötzlich Bilder und Videos gesehen, wo ich übelst geschockt war, Freunde. Und ich wünsche wirklich sowas niemandem. Ich wünsche wirklich, dass keiner sowas sehen sollte, was ich da gesehen habe und was ich alles erfahren habe, Freunde. Deswegen habe ich auch wirklich alle Bilder und Videos, alles was gab, habe ich gelöscht gehabt. Und als ich dann diese ganzen Sachen gesehen habe, Freunde, bin ich natürlich übertrieben ausgerastet und habe dann vor Wut, was wirklich extrem dumm war, habe ich vor Wut gegen die Wand geboxt mit voller Kraft, Leute, und habe mir da hier diesen kleinen Finger hier gebrochen, Leute. Dieser Knochen vom kleinen Finger ist unter den anderen reingegangen. Das nicht appetitlich aussah, sage ich mal. Und wenn ich jetzt so nachdenke, so, Alter, das war so dumm von mir. Wofür habe ich das gemacht? Was hat mir das gebracht? Das hat mir rein gar nichts gebracht, außer dass ich jetzt eine gebrochene Hand habe. Und Freunde, seitdem ich nur eine Hand habe, Alter, schätze ich es so krass, gesund zu sein. Und da solltet ihr auch. Ihr solltet wirklich schätzen, dass ihr gesund seid. Manche sagen so, hey, das ist nur ein Arm gebrochen, aber ich meine einfach allgemein, ihr solltet das schätzen, dass ihr gesund seid. Weil seitdem ich wirklich nur eine Hand hier habe, Leute, merke ich, wie schwierig einfach alles ist. Ich kann mir keine Hose normal anziehen, ich kann kein Auto fahren, ich kann gar nichts mehr machen, Leute. Ich kann, wenn wir ins Restaurant essen gehen, ich kann nicht mal essen, Leute. Ich muss immer fragen, so, Entschuldigung, können Sie mir für mich dieses Fleisch schon mal kleiner schneiden, damit ich mit einer Gabel direkt alles essen kann. Das ist echt nicht mehr schön, ey. Deswegen musste ich halt ins Krankenhaus. Ich dachte zuerst, ich habe mir irgendwie was nur angeschwollen und dann der Arzt meinte, das muss direkt operiert werden. Ich wollte mit einem Kollegen in Urlaub gehen, 2 Tage danach, was ich auch absagen musste. Der Urlaub war dann auch gestrichen wegen der Operation, weil die OP halt dazwischen kam. Wir wollten am Samstag in Urlaub fahren und am Mittwoch war die Operation, deswegen konnte ich das schon mal nicht machen. Deswegen musste ich das halt auch absagen. Und ja, Leute, das Ganze wurde dann halt jetzt operiert und ich habe echt krasse Schmerzen. Das ist, boah, und ich denke mir wirklich, wofür habe ich das gemacht? Ich habe einfach in diesem Moment nicht nachgedacht und durch diese ganze Emotion habe ich vor Wut gegen die Wand geboxt, was so dumm ist. Und ja, Leute, deswegen konnte ich halt jetzt auch keine Videos hochladen oder sonst was, weil ich übelst Schmerzen hier am Arm hatte und ja. Dann hatte ich in der letzten Zeit richtig krasse Depressionen gehabt, Freunde. Und mit Depressionen sollte man auch wirklich keine Scherze machen. Und ich habe wirklich über Dinge nachgedacht, was so krank ist mittlerweile. Ich denke mir so, Alter, wie konnte ich überhaupt über sowas nachdenken? Oder allein diesen Gedanken im Kopf haben, mir selber was anzutun oder sonst irgendetwas. Und diese Depression, das ging Nächte über Nächte und Wochen, Freunde. Und das Gute war, dass halt wirklich meine Freunde für mich da waren und die mich wirklich nicht alleine gelassen haben. Ich habe jeden Nacht bei denen geschlafen. Ich habe seit fast 3 Wochen oder 4 Wochen nicht zu Hause geschlafen gehabt bei meinen Eltern. Ich war immer bei Kollegen, habe immer dort übernachtet und ich habe mir gedacht so, ey, bevor es wirklich noch schlimmer wird und die Depressionen noch krasser werden und ich wirklich anfangen, mir vielleicht etwas anzutun oder so, habe ich mir einen Psychiater gesucht hier bei uns in der Nähe und gehe jetzt zum Psychiater, Freunde, um da halt wirklich über alles zu reden und alles Mögliche, damit ich das erstmal beiseite habe. Und ich kann euch sowas wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder sonst was und das wirklich schon so weit geht, dann sucht euch wirklich einen Psychiater, Leute, der euch dabei hilft, über diese ganzen Sachen loszuwerden. Ja, über alles wollte ich jetzt nicht reden. Sollte mal wirklich die Zeit kommen oder sollte ich mal bereit sein, über wirklich alles zu reden, dann werde ich das irgendwann mit der Zeit mal machen. Das waren halt die Gründe gewesen, warum in letzter Zeit keine Videos mehr kamen, warum ich so inaktiv war. Zurzeit ist es halt schwieriger wegen meiner Hand, aber ich versuche, so oft es geht für euch jetzt ein Video hochzuladen, Freunde. Und ich bin jetzt hier am Wochenende
Freitag, Samstag, Sonntag auf dem Hype-Festival in Oberhausen. Vielleicht sieht man da den einen oder anderen von euch. Können uns dort auch gerne unterhalten. Ich freue mich übelst auf dieses Festival. Wenn ihr Bock habt, Freunde, dass ich das Ganze vlogge, dann schreibt es mal unten in den Kommentaren rein. Dann werde ich das Ganze für euch vloggen, so gut es geht. Ich versuche es. Und ja, Leute, weil ich damals halt wirklich alles öffentlich gemacht habe, dachte ich mir so, ey, dann kann ich euch das ja auch erzählen, anstatt dass immer wieder Fragen kommen. Ey, was ist mit meiner Hand passiert? Ey, wo sind die ganzen Videos hin und so weiter? Ich hoffe, das hat sich geklärt, Freunde. Und ich hoffe auch wirklich, ihr respektiert das Ganze und stellt nicht weiterhin Fragen so, yo, was ist passiert oder sonst was. Bitte lasst das einfach sein. Und ja, Freunde, seid gespannt auf die Zukunft. Und wir sehen uns dann die Tage bei einem neuen Video wieder, Freunde. Macht's gut, haut rein. Wenn ihr den Vlog haben wollt, dann schreibt es uns in den Kommentaren rein. Lasst es mich wissen. Peace out. Back, I'm trying to put you to bed, to bed, to bed. I wanna put you to bed.